Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich möchte euch einen absolut fetten Ingame-Teaser zeigen. Eigentlich wollte ich jetzt um die Uhrzeit, wenn ihr relativ zeitnah dieses Video seht, einen Livestream starten. Ich komme leider nicht ins Spiel, wie viele andere von euch. EA hat massive Probleme mit Apex. Viele Spieler können nicht connecten. Selbst YouTube ist teilweise überlastet. Viele bekommen keine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade oder Livestreame und so weiter. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Es gibt endlich einen fetten Ingame-Teaser, auf den viele lange gewartet haben. Ich habe darüber schon berichtet, dass wir heute wahrscheinlich mit einem Teaser rechnen können. Entweder mit einem Trailer oder einem Ingame-Teaser. Es ist ein Ingame-Teaser geworden, der absolut fett ist. Es geht natürlich um das Bloodhound Town Takeover Event. Was genau ist das für die Leute, die nicht wissen, was ich meine? Wieder mal ein Punkt auf der Map, wo sich rund um eine Legende wie zum Beispiel das Flugschiff von Mirage auf dem World's Edge, was ja jetzt ein fester Spot ist, der sich geändert hat. Und so wird folgender Spot, den blende ich euch ein, in Zukunft für den Bloodhound geändert. Das ist wie gesagt ein Bloodhound-Event. Was genau Inhalt des Events ist, ist immer noch nicht bekannt, aber es kommt gleich noch eine fette Information. Ich zeige euch gleich ein bisschen Ingame-Material, was ich leider nicht selber erspielt habe, weil ich wie gesagt nicht ins Spiel komme. Links neben Skyhook, ihr seht es mit dem fetten Pfeil, das ist dieser berühmte Sniper-Spot mit diesen Lootboxen, wo man ausschließlich oder fast ausschließlich nur Sniper-Sachen findet. Eine absolut geile Sache. Und auf diesem Berg rundherum sind lauter Flaggen abgesteckt. Ihr kennt das aus früheren Town-Takeover-Events. Da wurde, bevor das neue Event startete mit der Änderung, wurde ein paar Tage vorher der ganze Bereich, wo dann diese Map-Änderung entsteht, das mit Flaggen abgesteckt. Und so ist das jetzt auch hier. Ich zeige euch das, wie gesagt, gleich von Dead One Mining Guy, falls ich das noch nicht gezeigt habe. Ich kann es, wie gesagt, leider nicht selber zeigen, was mich mega aufregt, weil die Server überlastet sind. Deswegen musste ich mir da leider Videomaterial von jemand anders besorgen. Ich zeige euch jetzt mal, was man aber noch findet. Und das ist der absolute Hammer. Ich habe schon mal über die Monster Prowler geredet. Damit meine ich nicht die Waffe, sondern das ist ein Monster aus Titanfall. Ich blende es euch mal aus Titanfall ein und genauso, nur farblich ein bisschen anders, werden die in Apex sein. Wir können davon ausgehen, wenn dieses Event, ich gehe von nächste Woche Dienstag um 19 Uhr wahrscheinlich aus, dieses Event startet, wahrscheinlich auch natürlich so ein Stück weit ein Oster-Event, können wir davon ausgehen. Wenn dieses startet, können wir fest davon ausgehen, dass diese Prowler im Spiel sein werden. Warum? Zeigt euch gleich ingame der Trailer, das kann ich euch aber trotzdem schon sagen, ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen. Ein toter Prowler ist oben auf diesem Berg zu finden. Das ist eine absolut fette Teaser-Geschichte. Ich bin gespannt, was da alles kommt, sobald es natürlich Informationen rund um das Bloodhound Town Takeover Event gibt, seid ihr bei mir natürlich wie immer genau richtig. Also abonniert meinen Kanal, lasst dem Video auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen da. Ich zeige euch jetzt in-game von Dead One Mining Guy das Gameplay-Material, damit ihr wisst, wo genau der Prowler liegt. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr davon haltet. Freut ihr euch auf das Event und vor allem hoffe ich, dass dieser ganze Corona-Krisenspaß uns nicht den Spaß an Apex verdirbt, weil wirklich sehr, sehr viele Leute, inklusive mir, oft echt extreme Connection-Probleme mit dem Spiel haben. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Bleibt dran, zieht euch das Material rein. Es ist echt fett. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao.